So, ein wunderschön zu Folge Clicker Heroes 87, also zur Clicker Heroes Folge 87, so macht mehr Sinn. Ja. Genau. Na komm, starte schon. Mal gucken, was du über Nacht geschafft hast. Aha. So. Ja, ich habe was Cooles. Ich habe bei mir gestern Nacht tatsächlich geschafft, den Typi zu holen, der quasi der nächst teurere. Also den Typi habe ich mir gestern geholt. Ich habe es gestern echt geschafft, 1.500 Gold zusammen zu bekommen mit ein paar Söldnern. Ja, mir waren die Söldner gestern wohl gesonnen, aber ich habe es damit geschafft zum ersten Mal. Ja, war ganz geil. So, wir hier sind tatsächlich noch lange nicht so weit. Aber ich sag mal, auf gutem Weg. Ne? Doch, so kann man schon so sagen. Ja, also vielleicht über Nacht nicht verdient. Schade eigentlich. So, hier war ja nichts. Gucken wir mal, was wir hier so für Goldmissionen haben. Da geht ja tatsächlich einiges, wollte ich gerade sagen. Vielleicht auch eher nicht so. Ich nehme mal erstmal dich hier. Wow, was hat für ein Level gereicht? Are you fucking kidding me? Gut. Ja. Es geht langsam, echt langsam voran nur noch. Ich weiß nicht, ob wir das so schaffen, bis zu ihm zu kommen. Die Sache ist, auch Ascenten würde jetzt halt nichts bringen. Weil, wenn ich jetzt Ascenten würde, dann hätten wir gerade mal 2E7 dazu, zu unserem bereits 4. Das würde also technisch gesehen einfach keinen spürbaren Unterschied machen. Nicht so, dass wir sagen können, boah, das haut uns jetzt instant raus. Von daher müssen wir da tatsächlich erstmal Vertrauen in unsere Dinger hier bringen. Warte mal ganz kurz. Also ein Level kostet 7E9. 7E9. Das wären also hier locker 4 Level. Hey, jetzt können wir noch so schön. Ich brauche Goldmission. Ah? Wann ist gerade 4 Level? Ich habe keine Ahnung. So. Okay, geht schon mal etwas schneller. Sehr schön. Aber noch bei weitem nicht so schnell, wie ich auch oft hatte. Wir können übrigens auch mal hier gucken, weil ich habe mittlerweile über 4000 angesammelt. Das heißt, Level of Dora, Treasure Chest, Gold, Zielfach Gold und Monster. Ja, okay, aber er guckt erstmal, ob wir hier noch was haben. Ah, DPS von Idle, genau, der lad das. Gold von Treasure Chest, Click Combo, lalala, brauchen wir alles nicht. Aber DPS bei Idle ist ganz geil. Hier haben wir auch nochmal DPS bei Idle. Also wenn wir auf jeden Fall schon mal die bei dir hochleveln, wie verrückt. Vor allem ihn, weil er ist gerade bei Level 22, warum das auch immer. Und hier haben wir Gold von Monstern, wenn Idle. Können wir auch machen. Ich guck mal, wer wie teuer ist. 128 bei dem nächsten Level, 52 beim nächsten Level und 2 beim nächsten Level. Digga, was ist das für ein... Der kam wohl neu dazu.
Ja gut, dann leveln wir das natürlich erstmal. Ne? Ich meine, es macht jetzt tatsächlich auch nicht so viel. Ne? Ich meine, hier 15 Level, 16 Level, es ist tatsächlich eigentlich auch vergebens. Weil ganz ehrlich, was bringt uns das? Ja? Ich kann jetzt hier schon hochleveln, wie so bekloppt da, Vollidiot. Schon wird es absolut unglaublich teuer. Es bringt also tatsächlich eher so überhaupt gar nicht. So, das haben wir schon mehr als die Hälfte ausgegeben. Und ganz ehrlich, wir haben jetzt gerade mal hier, ne? 22 Level für Sialatas, dazu. Wir haben hier 13 Level für Sialatas dazu. Das sind wir also insgesamt bei Level 35, also plus 35, ne? Ja, es ist aber leider totaler Witz, weil er hat bereits Level paar tausend. Da ist das, was wir jetzt gerade gebracht haben, ja, was wir gerade gerissen haben, weniger als 1%. Also, das ist einfach. Nein. Können wir also tatsächlich die Dinger hier auch komplett getrost sein lassen? Schade eigentlich. Ja. Achso, übrigens, für die es wissen wollten, ich hätte gesagt, hier, ne, bei den unteren, also bei den hier, ab Dreadnought, es ist halt immer so, man braucht, um von einem zum nächsten zu kommen, ungefähr Level 400, ne, wenn man so einfach durchgehen möchte, Stück für Stück, dann sollte man immer einen auf Level 400 haben. Bei den späteren kann es auch schwerer werden, da ist es auch mal Level 500. Aber halt so im 400-500er Bereich. Ich bilde meistens meine bis Level 475, weil dann sind sie meistens genauso teuer wie, also da sind 25 Level meistens genauso teuer wie ein Level bei dem nächsten, also das erste Level bei dem nächsten, und damit bringt es dann halt einfach nicht mehr bei ihm zu bleiben und dann auf den nächsten umzuschwenken. Deswegen immer bis Level 475 und dann weiter, oder bis Level 400 ein bisschen warten, da kommt es meistens auch weiter. So. Und bei den beiden ist es jetzt gestern Abend so gewesen. Ich hatte gerade lang nur ihn und habe ihn immer weiter hochgelevelt, weil er kostet, wie gesagt, 1.500. Und ihn hatte ich gestern auf Level 7.800 letztendlich. Das heißt also, ich gehe mal davon aus, ich kann es so ungefähr, ne, festhalten, als man muss ihn bis Level 8.000 bringen. Was schon eine ganz schöne Schippe ist. War ich gestern auch ein bisschen, na? Ich hatte gestern tatsächlich ein bisschen Hilfe. Erstens mal hatte ich 5 Söldner parat, die mir Gold bringen konnten, weil ich die in der letzten Zeit komplett vergessen hatte. Und dann habe ich gestern tatsächlich auch zum ersten Mal seit langem, seit ganz, ganz langem, Lucky Strike und das hier benutzt. Wobei das hier war ja eher so. Aber vor allem Lucky Strike. Weil ich habe ja bei mir Lucky Strike geskillt, haben wir hier glaube ich auch. Nein, haben wir nicht. Nee, aber Lucky Strike habe ich ja bei mir geskillt, sodass dieser Effekt weit mehr als 2 Minuten geht. 2 Minuten 8 oder 2 Minuten 10. Irgendwie so. Deswegen habe ich erstmal das hier eingesetzt. Bin dann praktisch die letzten 2 Minuten durchgewascht. Habe dann diese Fähigkeit hier mit resettet. Und habe dann nochmal das in Kombination mit dem genommen. Doppelte Effekt, genau. Ihn in Kombination mit ihm und habe dann praktisch nochmal 2 Minuten lang durchgewascht und habe dann damit praktisch nochmal den letzten Rest nachgedrückt und kam so auf etwas mehr als 1.500 Gold tatsächlich. Und ja, das hat dann halt gereicht, um meinem Traum weiterzukommen. So. Soll uns aber hier erstmal soweit nicht kümmern, weil die Sache ist, soweit werden wir hier im Leben nicht kommen. Im Leben nicht. Ich meine, ich kann ja mal kurz gucken, wie lange meine Gesamtspielzeit jetzt hier beträgt. Ja, steht in den Statistiken. Wisst ihr, wie lange spielt wir hier eigentlich schon? Mann, das sind Fische hier. Temple Sands First Click 33 Tage. Oh, schon ganz schön lange. So, und ich spiele hier einfach mal schon Statistik. Stats.
31 Tage. Oh. Kann man machen. Muss man aber nicht. Stimmt, ja, ich hatte es ja komplett zurückgesetzt. Eben, als wir hier mit unserem Let's Play angefangen hatten, hatte ich ja kurz danach auch mein Spiel hier komplett zurückgesetzt. Ha! Und mit Tropfen schon bei Level 8. Also, ne? Bei 1E500 Gold. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Steht ja auch, wie aktiv man gespielt hat und wie als Prozentsatz. Nee, ne? Immortal Damage, Life Damage, nein, Drop, nein. Nö, steht nicht. Also man kann nicht vergleichen, wie aktiv ich was gespielt habe. Auf jeden Fall spiele ich ja bei meinem Account sehr aktiv. Was wir halt hier bei unserem Ding nicht machen. Von daher ist das schon irgendwo logisch, dass wir hier nicht bei weitem nicht so schnell vorankommen, zumal wir ja hier mit der älteren Version spielen, die ja sowieso noch ein bisschen abgefuckt da ist. Ja. So. Wir haben wieder 48? Wie kann denn das sein? Hä? Müsste nicht den Cup für 25 sein? Oder gibt es das ab einem bestimmten Level nicht mehr? Und mein Tritt. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, mit wie viele Rubine wir dieses Sandstream gerade begonnen haben. Oder hatten wir da schon so viele? Weil in letzter Zeit hatten die Fische keine Rubine mehr. Das heißt, der Cup müsste mittlerweile wieder greifen. Also eine pro Sandstream maximal 25 Rubine als Obergrenze. Aber hatten wir echt schon. Denn da hätten wir ja schon 23 davor gehabt haben müssen. Lol. Na gut, wie dem auch sei. Hier sind wir mittlerweile auch schon relativ gut, ne? Zwei Drittel. Ach, der restliche ein Drittel werden wir wahrscheinlich nie bekommen. können wir mal kurz gucken. Hm. 50 Ascension Souls wird wohl eher schwer werden. Ich meine, wir können mal kurz gucken. Wir sind hier mittlerweile bei plus 10 und haben. Wir haben mittlerweile 30. 10 würden wir dazu bekommen, wir sind also bei insgesamt 40. Naja, da könnten wir also den ersten Award könnten wir vielleicht bekommen. Aber die drei, nope. So, hier haben wir 50 Quests vor Gold. Ah, könnten wir. Oh, haben wir gerade mal die Hälfte. Also auch schwer. For Hero Soul. Achso, das sind auch alles die ganzen Quests. So, was ist hier unten? Beat Zone. Aber das könnten wir auf jeden Fall noch schaffen. Ne? Das schaffen wir sogar alsbald, weil wir sind ja schon bei Level 2764. Von daher passt das. Get Immersion at Levels. Achso, ja, hier, keine Ahnung. Das ist. Ignoriere schon mal getrost. Ja, und die ganzen Sachen hier sind alle noch weiter. Na gut, okay, lassen wir das mal. Ja, okay. Dann gucken wir mal. 1E210 brauche ich hier für das nächste Level. Wir haben 3E210, schaffen wir also gut 3 Level. Ne, die werden auch immer ein bisschen teurer, von daher diese 3E7 werden wir wahrscheinlich genau brauchen, um. Oh, doch, vielleicht, doch tatsächlich 4 Level. Ach ja, ich hatte auch schon davor Gold gehabt. Eben. Hätte ich auch noch mit berücksichtigen müssen. So, jetzt wird es wesentlich teurer. Hier kriegen wir vielleicht auch noch mal 4 Level. Warte mal kurz. 2E9, 4E9. 3E10 ist das Vierfache. Lohnt sich aber auch, weil in 30 Minuten wird die Aufnahme später definitiv vorbei sein und dann werde ich die Aufnahme von Du machen. Ich werde also derzeit nicht vorbeischauen können. Von daher nehme ich einfach mal die 4-Stunden-Mission und hoffe, es ist kein Fehler. Und damit haben wir quasi alle Goldmissionen. Ah, hier unten ist noch eine. Die kurze, die ich gerade vor kurzem angefangen habe. So, damit haben wir tatsächlich Level 175 erreicht. Weitere 25 Level sind einfach absolut teuer. Ja. Ja. Na gut, okay. Wow, das ist natürlich traurig. Aber was soll's. Hier haben wir nochmal eine Goldkiste. Das bringt uns natürlich jetzt gerade absolut gar nichts. Aber gut. Was soll's. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, viel weiter kann man jetzt hier auch nichts machen. Mal gucken, wer ich heute komme.
Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, wir stocken gerade relativ stark fest. Das Problem ist, egal was wir jetzt machen, entweder ich drücke die Mission, die Mission, die Ascension weiter durch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, selbst Georg zu erreichen, wird extremst schwer. Das heißt also, hier unseren, der hat dazu scheiß Namen. Die Typen hier zu erreichen, wird eine absolute Katastrophe von der Zeit jetzt her. Ascenden bringt auch nichts, weil, Das Einzige, was man machen kann, ich weiß aber nicht, das klingt ultra dumm. Es klingt so richtig hart dumm. Wir werden mal sowieso speichern. Thanks. Und dann würde ich mal sagen, ich werde dann mal nach der Aufnahme heute probieren. Gott, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Praktisch aktiv zu spielen mit der Combo. Ist unser Jojo hier aufgelevelt? Jojo, da. Ja, 10%. Also 100% wäre mir natürlich lieber, ne? aber gut, was soll's. Weitere 9000 Level kriegen wir definitiv nicht zusammen. Alleine schon 1000 Level kosten ja hier schon apostrophisch. Also, ne, nach was hätten wird was zusammenbekommen, da hätten wir aber keinerlei Hughes-Holz mehr und würden jämmerlich krepieren. Ne, wenn wir nicht mehr zusammenbekommen. Ne, schaffen wir gar nicht. Aber kurz, 5E9 bräuchten wir. Wir hätten danach 5E8. Ah ne, genau, da fehlt ein bisschen was. Außer ich überschlag jetzt gerade im Kopf total dumm. Aber, ne? Ich meine, wir haben ja hinten, ne? Einmal 4, einmal 5, wären also insgesamt ungefähr 1, also 10. Das heißt, wir können mit 3,9 plus 1,9 rechnen. Und das sind bei mir im Kopf, ne? 5,8. Ne? Also, nein. Definitiv nicht genug oben hier. Da fehlt uns genau ein bisschen was. Schade. Okay. Macht nichts. Ich beende das Ganze an der Stelle und dann sehen wir uns gleich zu dem Doom Let's Play wieder. Warum ist der Ordner offen? Keine Ahnung. Geiler Anime. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Der ist ultra nice. Ne? Full Metal Panic. Fumufu ist die, naja, zweite Episode. Keine Ahnung. Also. Ist eine Fortsetzung. Der originale Anime ist so lala, ne? Hat auch so seine Reize. Aber vor allen Dingen dieser, ne? Diese Staffel hier, wenn ich das mal so sagen darf. Also diese Fortsetzung, nennt es wie ihr wollt. Auf jeden Fall müsst ihr gucken, dass das damit beisteht. Wobei, ihr solltet auch Full Metal Panic geguckt haben, damit ihr die Episode natürlich versteht, weil sie baut natürlich darauf auf, klar. Aber ne, ganz geil. Nee, aber ich wollte eigentlich den Ordner hier haben. Dankeschön. Okay, na, dann würde ich mal sagen, schau mit Found. Und dann haben wir uns schon wieder gesehen zu Doom Episode 2, was ich jetzt aufnehmen muss. Das wird eine Katastrophe. Schau mit Found.